Sehr gut. Junge, komm mir doch nicht immer mit so einer Pisse hier. Ja, man weiß ja nicht. Du kommst ja auch mit so komisch. Ich komme überhaupt nicht komisch. Klar. Nichts. Ja, sicher. Was denn? Ich spiele normal. Ja. Du bist immer hier am Gucken und am Machen und dann nochmal hier eine Sonderregel. Das geht nicht hier. Nichts Sonderregel. Nicht. Immer wenn du dran nicht, ich was gegen dich machen will, geht das immer alles nicht. Ja, nee, du willst immer Sachen machen, gegen die man nichts machen kann. Ja, hier Auto hin. Ich würfel jetzt und dann habe ich gewonnen. Okay? Ja, geil. Ja, so angreifen, wo man nichts machen kann und so. Ja, was sollst du denn dann machen? Wenn ich dich angreife, greife ich dich an. Ja, schon klar. Hallo? Hey! Yeah! Ja, Wasteland! Schwuchtel. Komm, jetzt mach neu! Die Zuschauer wollen das in richtig. Das ist ja schön. Schon auf dem Weg. Oh, warte, ich schieb mal rein. Bist du bereit? Ja. So, dann. 1, 2, 3. Hey! Yeah! Wasteland! Mega! Mega! Nach ungefähr 10 Versuchen. Ja. Gut. Du sagst ja, ich gewöhne mich dran. Ich gewöhne mich dann nicht dran. Ja, ich weiß es nicht. Kommt noch. So, direkt zum Thema. Genau, heute macht Laberrunde mal hier der Daddy. Wasteland-Kampagne geht weiter und wir hatten ja jetzt ein paar Spiele, wo wir so mehr so Einzelsachen gemacht haben. Also in der letzten Mission habt ihr ja ein bisschen Hintergrund und Story von den Mutantenkannibalen gesehen. Die haben ja dieser Siedlung, also auch Nuke City, geholfen, ein bisschen die Bedrohung durch die Ghule einzudämmen. Und ja, wir sind heute wieder oder immer noch in Nuke City, denn obwohl da diese Ghoul-Seuche war und obwohl es da so abging, weil die Trading Company, Bartlett's Trading Company auch da, hat aber irgendwie nicht geholfen, hatte auch keinen Bock, hatten selber was zu tun, haben sie gedacht, lass die mal schön machen da hinten. Ja, ich hab euch ja heulen, weil ihr ja von den... Das war nicht heulen, das war von den Judges. Noch so, ich hab noch Zeh gestoßen. Ja, war ja noch voll platt, da ging ja gar nichts. Ja, stimmt, außer ein Zeh gestoßen war ja eigentlich auch nichts. Sehr geil. Ja, auf jeden Fall, das alltägliche Leben geht erstmal weiter hier. Alles ist soweit gut und alle sind zufrieden. Wenn da nicht Folgendes wäre. Die Battle Trading Company, also einzelne Leute von denen, hören immer Leute aus der Bevölkerung reden und reden, ja, hier irgendwie meine Tochter ist verschwunden und was ist hier los, was ist da los. Hinzu kommt, als Sir Colin Bartlett letztens hier die Straße lang gelaufen ist, hat er ein paar mit so einem riesen Typen sprechen sehen. Junge, riesig ist überhaupt gar kein Ausdruck dafür, der war keine Ahnung, mehr als doppelt so groß wie der auf jeden Fall. Riesiger Käfig hinten drauf auf dem Rücken und der dachte sich, Junge, was ist das denn für einer? Ja, Junge, das ist tiny. Ja, das weiß der Bartlett doch nicht, Junge. Waren die gerade dabei, den Käfig irgendwie wieder ein bisschen herzurichten und so? Und der Bartlett so, was ist das denn, Junge? Erstmal dahin, die angequatscht und so. Ja, hat er so ein bisschen was zum Hintergrund gehört. Der Bart erzählt, die müssen ja auch essen und so. Und er so, wie essen, was? Ja, und irgendwie hat sich so langsam so ein Bild ergeben, weil die haben das ja nicht gecheckt, dass das überhaupt Mutantenkannibalen oder sind. Die dachten, sind halt so ein bisschen komischer Familienclan da und so, so Hillbilly-mäßig, aber ganz nette Leute oder so. Ja, aber das jetzt, also dieser komische Tiny, in Verbindung mit den Gerüchten und mit dem Gerede, was man hier so auf der Straße gehört hat, lässt jedoch jetzt schon zur Annahme kommen, dass vielleicht diese Familie hinter den, nicht Anschlägen, aber Entführungen und so steckt.
Ja, Junge, und dann ist da so ein bisschen so ein Gespräch entbrannt. Also der wartet, der konnte das nicht irgendwie, was ist denn das? Man ist ja so ein rechtschaffener Typ, der sagt so, Moment, ich muss den Paar jetzt nochmal anquatschen. Nochmal zu dem hin, der war mit dem Tiny schon fertig. Paar hatte auch eigentlich was zu tun. Ja, und der wartet dahin. Ja, Junge, was ist los jetzt hier? Komm, jetzt erzähl doch mal, was macht ihr eigentlich so den ganzen Tag? Ja, hin und her, der Paar ist da nicht mehr so ganz rausgekommen, hat natürlich nicht direkt gesagt, wir sind hier die fetten Kannibalen, aber er hat ständig immer wieder was gesagt, von wegen, ja, die Familie muss essen, die Kinder haben Hunger, uns verkauft ja keiner das richtige Zeug, da müssen wir uns halt selber behelfen. Ja, und irgendwie, der wartet, der hat irgendwie nur noch rot gesehen, ist völlig ausgeflippt, hat den Paar so angerempelt und hat sich dann direkt verpisst. Hin zu seiner Warband. Paar dasselbe, ja, und jetzt wollen die doch erstmal hier ein bisschen Beef machen, sag ich mal. Also die wollten eigentlich der Sache auf den Grund gehen, aber das sind ja jetzt nicht so... Du hörst den Paar nicht an, der macht dich jetzt platt. Junge, guck dir den Paar doch mal an. Mhm. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall der Grund, warum es jetzt irgendwie zu einem kleinen Streit gekommen ist. Und um zu gucken, wer hier recht hat. Nein, aber um zu gucken, wie es einfach jetzt mal zwischen den ausgeht, weil irgendwie, ne, Gemüter hochgekocht, alle sind wieder gut ausgeruht nach den Missionen und so, hatten schon eine Zeit jetzt nichts zu tun, wollen ein bisschen Action und ich glaube, da kommt denen das auch recht gelegen einfach. Also beiden Warbands, dass es jetzt einfach mal hier ein bisschen Party gibt, Junge, auf dem Schlachtfeld. Und deswegen gibt es regeltechnisch gesehen Cold Vengeance hier, also eine Warband gegen die andere Warband, Schlachtfeld oder Kriegsgebiet oder wie auch immer, ist Nuke City. Nuke City hatten wir ja schon in dem Spielbericht, wo die Bartlett's Trading Company gegen die Judges gekämpft hat. Heute sind wir aber ein bisschen weiter Richtung, naja, Ortsmitte nicht, aber wir sind ein bisschen weiter, ja, ein bisschen im weiter Ort rein, einfach. Ja. Ne? So, und ja, da ist er halt relativ gut besiedelt oder so, aber wie das immer so ist, die Wastelander, die Typen, die da alle leben, die sind nicht doof, die sind das gewohnt, dass immer mal auch Leute mit Knarren rumrennen und so. Und wenn sowas passiert, dann verpissen die sich alle direkt schön in ihre Häuser oder wohin auch immer. Auf jeden Fall ist, ja, die Stadt wirkt wie ausgestorben dadurch und die Warbands, ja, machen sich bereit für den Konflikt. Ich würde sagen, wir zeigen euch kurz unsere Warbands, denn die haben sich ja ein bisschen entwickelt seit dem letzten Mal. Es sind ein paar Figuren dazugekommen und so, bei mir auch. Und ja, die wollen wir euch natürlich vorstellen und dann würfeln wir gleich auch, wer wo aufstellt. Und dann zeigen wir euch gleich mal, wie denn hier so Nuke City aussieht. Ich finde, es sieht geil aus. Weil du das aufgestellt hast? Ach so, ja, vielleicht auch deswegen. Nein, weil hier geiler Stuff ist hier. Ja, das so. Ja, ne? Ja. So, Warbands. Jo, dann kommen wir mal hier zu den Incest is not a crime Jungs und Mädels. Paar. Was ist mit Paar passiert? Paar ist aufgestiegen. Das konnte man ja schon letztes Mal sehen. Und ja, der hat einen neuen Skill und zwar ist Forceful, das heißt nach jeder Runde, also nach jedem Level quasi, wird ein W10 geworfen und dann kriegt der die Augenzahl in Kronen. Oder was haben wir gesagt? Münzen haben wir gesagt, ja. Dann habe ich ihn noch weiter ausgestattet. Ich habe erstmal seine Büchse habe ich erstmal ausgestattet mit einem Large Caliber, das heißt, sie hat jetzt eine Stärke mehr. Und sein Tütü wurde verbessert, indem ich hatte vorher Skin Armor, das heißt nur ein auf Nahkampf. Und jetzt hat er aber, nee, gar nicht wahr, Skin Armor war ein auf Fernkampf, ne? Nee, Nahkampf. So, jetzt hat er aber Riot Armor, das heißt ein auf Nahkampf und ein auf Fernkampf. So, der Bill. Der ist nicht aufgestiegen. Da ist alles so geblieben, wie es ist. Genauso auch der Ronny. Ja, Tiny, da ist auch nicht viel passiert. Den habe ich auch nicht weiter ausgestattet. Aber die drei Youngens sind aufgestiegen. So, und hier bei Fuzzy gab es erstmal den Skill. Muss ich nochmal nachlesen, wie der genau heißt. Rangefinder. Das heißt jetzt, ihre Glock, die automatische Pistole, kann jetzt
6 Zoll weiterschießen. Hat auch das Large Caliber dann bekommen, also plus 1 auf die Stärke von der Waffe. Ja, dann haben wir noch den Bobby. Der hat den Skill bekommen Defender, sonst nichts. Das heißt, im Nahkampf, wenn er angegriffen wird, kriegt er plus 1 auf Melee. Und das gleiche gilt auch für Gabby. Das ist es soweit. Die Hunde waren ja vorher schon einmal aufgestiegen. Die können jetzt 1 Zoll ja wie bekannt weiterlaufen. Das spricht nicht mehr 7, sondern 8. Sind schön schnell. Ja, und das ist die Warband von mir. Wollen wir mal gucken, wie die sich schlagen. Kommen wir zu Delis. Bartlett's Trading Company, inzwischen 533 Münzen wert. Ich habe hier Sir Colin Bartlett, der hat inzwischen Melee 7, weil er einmal aufgestiegen ist, hat aber ansonsten keine Upgrades oder irgendwas bekommen. Dann habe ich hier Destiny, meinen Lieutenant, die ist bisher, ist sie aufgestiegen? Ja, sie ist aufgestiegen, sie hat auch Melee 6 jetzt, also auch plus 1 auf Melee. Dann habe ich Sergeant Lieutenant, auch er hat ein Level Up, hat eine zweite Mutation erhalten, und zwar den Flammenatem, sehr geil, hat jetzt Caustic Blood, hatte er von Anfang an, hatte ich immer vergessen, kommt aber nur zum Tragen, wenn er stirbt, und hat jetzt halt den Flammenatem. Dann habe ich den King, der dann endlich, nee, der ist noch nicht aufgestiegen, weil er irgendwann mal tot war. Okay, also der King hat einfach überhaupt nichts. Einfach so, wie immer, eine Pistole, Light Weapon und Shiny Object. Purity, sie ist aufgestiegen und sie hat einen mehr auf Stärke, nee, auf Defense bekommen. Sie ist Defense 7, sie hätte auch eine weitere Wunde haben können, das hatte ich aber extra nicht gemacht, weil es einfach nicht dazu passt irgendwie. Auch keine Upgrades mehr an Ausrüstung bekommen oder so. Miller hatte ein Level Up, hat allerdings minus 1 auf alle seine Würfelwürfe für das kommende Spiel, weil er im letzten Spiel ausgeschaltet worden ist. Er hat plus 1 auf Melee bekommen, ist jetzt also Melee 7. Sehr cool. Der Roboter, Popokatepetl, ist einmal aufgestiegen, hat Move 6, also er ist jetzt etwas schneller, ein schneller Roboter, das ist sehr gut, denn er hat ja nur Nahkampfausrüstung. Ja, und dann habe ich 3 neue Leute angeheuert. Noch nicht ganz so ausgerüstet, wie es sein soll, da wird noch ein bisschen was modelliert. Aber fangen wir an mit einem weiteren Söldner. Dort ist Millie, das ist ein Sawbones, also sowas wie ein Medic oder so. Hat auch die Skills Medic und noch irgendwas. Mist hatte ich hier noch nicht eingetragen. Aber ansonsten ist alles eingetragen, wie man hier sieht. Ja, sie ist auf jeden Fall mit einem durchschnittlichen Profil, sag ich mal, gesegnet. Hat ein Light Weapon, das ist ihre überdimensionierte Spritze. Und Mesh Armor dabei, also schön ein bisschen Kettenpanzerung und sowas unter dem, oder Kevlar-Panzerung unter dem Mantel da. Ja, ist quasi mein Medic, kann nämlich, wenn jemand ausgeschaltet ist, kann sie in Base-Kontakt gehen, irgendeinen Wurf machen und dann ist derjenige nämlich wieder im Spiel. Sehr geil. Dann habe ich Belle, ja, habe ich tatsächlich auch so genannt, weil fand ich früher auch immer cool bei Zombicide. Also das hier ist Belle und das ist ein Caravan Runner, also eine Spezialistenauswahl. Hat den Vorteil, dass sie Skills hat, nämlich Flighty und Leap. Das hilft vor allem im Nahkampf, da kommt man nämlich leichter raus, wenn man will. Und sie ist ausgerüstet mit 2 einhändigen Nahkampfwaffen einfach. Das Coole ist beim Caravan Runner Movement 6, also 6er Bewegung, schön schnell. Ja, und dann habe ich noch Crazy Peter. Manche nennen ihn auch Pete, aber es ist Crazy Peter. Crazy Peter ist ein ganz normaler Caravaner, hat nichts Besonderes, hat auch keine Rüstung, aber er hat eine Shotgun. Ja, das ist sehr geil. Ja, und das ist im Prinzip meine Warband. Das sind schon recht viele Leute inzwischen. Da soll auch nicht wirklich mehr viel mehr dazukommen. Aber 2 Mannequin habe ich noch, die ich gerne hätte, aber muss man erstmal gucken, wie es läuft. So, auf unserem Würfelbrett würfeln wir jetzt, wer zuerst aufstellen darf. Dunkelblauer Würfel, Deli, hellblauer Würfel, Pfeife. 8 und 5, Pfeife darf zuerst aufstellen. Wo möchtest du denn?
Also, wo möchtest du denn jetzt aufstellen? Ich werde mich hier aufstellen. Das also, passt auch so zu meinen Hütten hier, als würde ich da wohnen. Diese Kante hier, da kommen die Mutantenkannibalen. Damit kommt die Trading Company automatisch von hier. Wir stellen auf, machen das alles erstmal fertig, zeigen euch dann gleich nochmal, wie die Warbands stehen, den Spieltisch auch nochmal ein bisschen im Detail und würfeln dann, wer anfängt. Vielleicht bei dieser kleinen Impression schon gesehen, wie die Warbands stehen. Der Paar und seine Leute stehen hier drüben, da hinten Ronnie und so, die meisten stehen aber hier. Ja, und Paar, die Pussy und der Firstborn Bill, die haben nämlich beide Waffen, die schön weit reichen. Die stehen natürlich oben im Haus und meinen, sie könnten jetzt hier schön über fast das gesamte Schlachtfeld snipern. Weil dem so ist, habe ich mich natürlich ein bisschen hier rüber orientiert. Stehe geschlossen mit meiner Warband hier und guck mal, wie ich vorrücken kann, da rankomme, was man dann so machen kann. Denn ich sag mal, mit komm dem... Komm an, Junge! Ja, aber nicht an den da, ehrlich gesagt, Junge. Doch! Meinst du, der ist ganz nett? Der ist total nett, der sucht auch Freunde jetzt gleich. Glaube ich. Der Penner. Ja, wir würfeln mal, wer denn jetzt anfängt. Und dann fangen wir einfach unser Spiel an, geht über 8 Runden. 2 und 10, fang ich an. Gut, wir sagen euch immer am Ende der Runde, was passiert ist, zusammenfassungsmäßig. Und zocken jetzt erstmal. Runde 1. Ja, ich fange mal bei mir an. Hier vorne standen 2 Hunde, Bobby, Fuzzy und Tiny. Bobby nur einmal aktiviert, also nur ein Aktivator, nicht erfolgreich, ist 5 Zoll nach da vorne. Fuzzy ist hier, Treppe hoch, beziehungsweise diese Rampe hoch, steht jetzt hier. Tiny ist nach vorne. Die 2 Hunde, ganz forsch nach vorne gerannt. Oh, geil, dass die jetzt so schnell sind. Super. Hier im Haus sind, ja, vielleicht sind wir hier besser. Sind Paar, sieht man gar nicht, ne? Paar und Bill, die haben aber nichts gemacht, sind nur ans Fenster gelaufen. Ah, ist Chameleon, ist ja klar, dass du gegen fließt. Ja, stimmt. Ja, Gabby und Ronnie sind nach hier vorne gerannt und der Hund von Gabby ist dann auch 16 Zoll gerannt. Mehr ist bis jetzt bei mir nichts passiert. Ja, machst du direkt mal weiter? Ja, mach ich direkt mal weiter. Bei mir ist im Prinzip auch nicht viel gegangen. Manche waren nicht erfolgreich bei der Aktivierung, hatten also nur eine Aktion. Aber Bartlett hat alles schön heiß gemacht und gesagt, Junge, das geht gar nicht da drüben, die komischen Penner dahin, müssen wir jetzt mal einen auf die Fresse geben. Alles nach vorne. Ja, und ganz vorne sind auch meine beiden Schnellsten, nämlich der Roboter und Bell, weil die beide Movement 6 haben, stehen jetzt schön relativ weit vorne. Millie ist auch nach vorne geprescht, obwohl sie überhaupt noch gar keine Schusswaffe dabei hat, wie ihr jetzt gerade eingefallen ist. Ja, und alle anderen kommen hier so hinterher. Destiny steht jetzt hier ganz außen. Der Crazy Peter hatte leider nur eine Aktivierung. Der steht jetzt da ein bisschen doof, aber noch schön in Deckung. Ja, das war eine relativ schnelle und auch ereignislose erste Runde. Aber einige Figuren sind schon in coolen Positionen. Diese schnellen Hunde da, die stören mich ja schon ein wenig. Gut, aber gucken wir doch mal, wer jetzt anfängt. Ich habe eine 1. Ja, dann fangen die Mutantenkannibalen an mit Runde 2. Thank you.
Runde 2 vorbei und diesmal fangen wir auf der Seite an. Alles ist ein bisschen weiter nach vorne. Die, die die schwarzen Marke haben, waren auf Hold aus Angst vor irgendwie Angriffen oder so. Ja, und im Prinzip steht meine ganze Warband mehr oder weniger hier verteilt. Auf der anderen Seite ist Ronny, sind Ronny und Gabby hier vorne schon. Leider nicht wirklich erfolgreich aktiviert, deswegen konnte Ronny nicht das machen, was er wollte. Tiny und Bobby, ja, und dann gibt es hier noch ein paar Hunde. Hier einer, ich glaube hier vorne an der Ecke war einer, ne? Dort. Da ist noch ein Hund. Hier steht jetzt Fuzzy schön im Gebäude. Schussbereit. 18 Zoll Reichweite, ziemlich geil. Bill ist raus und Pa steht noch oben am Fenster und wartet, was so passiert. Ja, das war schon Runde 2. Wir würfeln mal, wer in Runde 3 anfängt. 9, 7. Okay, dann fangen die Leute von Bartlett an und da muss ich jetzt mal gucken, wie ich mich vernünftig stelle. Ende von Runde 3 und ja, die Bartlett Trading Company hat das Feuer eröffnet. Das gibt leider minus 2 auf den Sieg, aber es war notwendig. Ich habe mich nämlich mit allem hier ein bisschen weiter nach vorne bewegt und ich habe meinen neu erworbenen Specialist Bell verloren. Sie liegt da verwundet am Boden. Ja, und daneben auch noch ein Hund, da hat nämlich der Sergeant Lieutenant dann reingehalten. Deshalb minus 2 Siegpunkte schon mal für mich. Die anderen bei mir sind einfach alle ein Stück weiter nach vorne gegangen. Der Roboter steht jetzt hier im Eingang vom Atomic Pussy. Miller hat einen weiteren Hund geschart, der dahinter steht, hat ihn auch getroffen, hat ihn aber nicht verwunden können. Ronny habe ich tatsächlich auch beschossen und beschießen können mit Bartlett, habe ihn auch getroffen, habe ihn aber auch nicht verwunden können. Ja, und mehr ist nicht passiert. Ein paar unerfolgreiche Aktivierungswürfe, deswegen konnten sich manche Leute, so wie mein Lieutenant, nicht wirklich weit bewegen. Ja, bei mir hat sich insofern was verändert, dass Tiny von hier auch wieder nur, weil blöd eine Aktion hier hingewackelt ist. Fuzzy ist hier oben raus. Da hinten ist so ein Loch im Boden. Darunter, ich gehe mal hier rum, dann durch diese Kajütentür raus und dann hierhin in Deckung mit zwei Aktionen. Der Bill, der hier 2 Zoll rausgekommen ist, ist dann hier rüber über die Straße und hier hinter in Deckung. Ja, den einen Hund, das habt ihr schon gesehen, der ist ja da rüber. Der Hund, der stand erst hier vorne, der ist einmal hier um die Ecke und dann da in Deckung. Und Bobby hat sich einfach mal zum Ronny hier gesellt. Der stand ja vorher hier und der ist dann darüber. Mehr ist hier auch noch nicht passiert. Pa hat wieder nichts gemacht. Ja, so sieht das aus. Wollen wir mal würfeln. Runde 4. Runde 4. Und 4, also nochmal. 5. Mhm. Normale 5 und 8. Okay. Fangen die Mutanten, kann die Wahlen an, Jürgen. Yeah! Ende Runde 4. Ja, und einiges ist passiert. Jetzt geht's richtig heiß her hier. Das Nahkämpfe entstehen. Hier vorne hat der Hund, welcher angefangen hat, es nicht geschafft, den Miller zu töten. Miller hat aber geschafft, den Hund zu töten. Daraufhin ist der zweite Hund, der dann dran war, gecharged, hat aber nicht geschafft, Miller zu töten, stand also da. Crazy Pete, nur mit einer Aktion noch in den Nahkampf, konnte aber nichts machen. Also dieser Nahkampf besteht, so wie er ist. Millie hatte nur eine Aktion, konnte in Base-Kontakt mit Belle gehen, um sie gleich vielleicht wieder zu beleben. Muss man mal gucken. Ja, der Roboter konnte ein Stück zurückweichen, nachdem Folgendes passiert ist. Hier vorne gab es einen fetten Nahkampf in der Tür und ja, Ronny ist da reingecharged, Bobby ist da reingecharged in den Roboter, der stand hier und ich habe dann einfach mal mit Bartlett und ihr hier und ihr in den Nahkampf geschossen, sie hat dabei ihre Waffe gejammt. Bartlett hat es aber burstmäßig gerichtet, die Pistole hat nicht gereicht, die hat zwar sogar den Ronny getroffen, hat aber keine Wunde gemacht. Bartlett hat 3-mal getroffen
Und ja, da muss man ja auswürfeln, zufällig, wer getroffen wird. Beim ersten Mal habe ich den Jungen getroffen und ihn auch direkt gekillt. Mit dem zweiten Schuss habe ich Ronny getroffen, ihn direkt gekillt. Mit dem dritten Schuss habe ich meinen Roboter getroffen, aber dem ist nichts passiert. Hat der Bartlett gut gemacht? Das freut die Pfeife. Ja, ansonsten wurde hier hinten auch noch in den Nahkampf, glaube ich, geschossen, aber irgendwie ist da nichts passiert, ne? Da war, weiß ich nicht. Irgendwie ist da nichts passiert. Ja, die anderen hier, der King, der hat es mal wieder glorreich verkackt. Der ist einfach nur um die Straßensperre drumherum gekommen, hat sonst nichts gemacht. Ja, und im Prinzip ist meine ganze Warband, Sergeant Lieutenant, ist von da nach hier gelaufen. Im Prinzip steht meine ganze Warband hier und guckt, was da gleich um die Ecke kommt. Dazu kann euch vielleicht der Pfeife mal was erzählen. Ja, was soll ich erzählen? Hier ist nicht viel passiert. Fuzzy ist halt hier rüber, hat noch einmal auf den King geschossen, ist aber nichts passiert. Und er hat auch wieder verkackungsmäßig wieder nur einmal aktiviert und ist darüber gelaufen. Ja, paar habt ihr ja schon gehört, der hat da drüben versucht reinzuschießen. Sieht man das überhaupt? Da! Und ja, hier ist dann auch weiter nichts passiert. Die warten einfach alle. Aber jetzt gleich geht's los, Leute, weil das lasse ich mir nicht gefallen. Den Pisser, den mache ich platt. Junge, warte noch, würfeln live. Ja, hier, komm. Wer darf anfangen? Oh, Scheiße. Mutanten-Kannibalen in Runde 5, ne? Ja. Runde 5, wo ist die 5? Fangen wir mal an. Mach dich kaputt, du Spacko. Ronny, Junge! Ja, immer Ronny, du Spasti, Junge, das geht gar nicht. Ich hab grad Puls, echt. Ja, Junge, was soll ich denn machen? Du bist einfach eine fiese Punz. Der verpisst dich auch die ganze Zeit hier so, weißt du, wie er halt so ist. Taktisch. Immer zweite Reihe, Junge. Taktisch, Junge. Oh Gott, der Streber-Nerd. Ich hasse ihn. Auf die Nase mal drauf wensen. Junge, wieso? Die Runde lief doch gar nicht so schlecht für dich. Nee, aber lief davor nicht, wenn immer noch gepulst. Tja, Junge, das ist halt der Ronny, du musst dir mal kämpfen beibringen, oder was? Wobei, bringt auch nichts, wenn man dem in den Kopf schießt. Boah. Mit der flachen Hand, Junge. Und ich würde gratis mit dir nach Apollo fahren, Junge. Oh, das ist aber geil. Ein neues Gestell. Cool, voll nett von dir. Nasenmoped umsonst. Machen die doch mal Werbung. So. Ja, die fliegen ja hier immer noch. Geht mir auch tierisch auf den Sack. Hier ist ganz schön viel Action. Also die haben jetzt hier alle versucht, mein Tiny anzugreifen, aber nichts gerissen. Moment, wer hat zuerst angegriffen? Shiny hat angegriffen. Stimmt, ne? Tiny hat angegriffen. Und nichts gerissen. Ja, und dann hat, stimmt, und dann hat ein Roboter und der hat was gerissen. Genau. Der legt mich da am Arsch. Siehst du, deswegen Puls. So, und die anderen auch alle da rein irgendwie und wollen den alle kaputt hauen. Ich weiß ja nicht warum, der ist eigentlich total freundlich. Naja. Hier drin kann man nicht sehen. Oh nee, weil es ist auch so klein ist. Gabby, die kleine Gasmaskenmaus, ist da rein und hat sich in Deckung gestellt. Fuzzy ist hier von dort nach hier. Auch nur eine Aktion, irgendwie mit den einen Aktionen. Das läuft im Moment nicht so. Hat dann auch nichts mehr gemacht. Hier ist nochmal was Geiles abgegangen. Obwohl er da jetzt sehr wahrscheinlich gleich mit seinem Pisser dann da wieder rumhampeln wird. Ja, aber da muss ich ja ein Schussfeld. Auf jeden Fall, erst der Hund, den Miller weggeklatscht. Dabei ist uns einmal aufgefallen, dass der Daddy so die letzten 4 Runden... Nix, Junge, der hat doch fast gar nichts gemacht. Nö, ist klar. Also ich wollte erst den Miller ja schon zweimal hauen. Und er hat dann mich irgendwie immer gehauen, hat auch einen Hund kaputt gehauen. Ein Hund hat er kaputt gehauen. Ja, und ich habe auf dich eingehauen. Also es waren schon 4 Runden, wo es anders hätte laufen können, weil er hat ja eigentlich das ganze Game lang hier -1 auf alle Würfe. Hat er natürlich vergessen. Ich glaube nicht, dass sich das ausgewirkt hätte. Natürlich nicht.
Naja, egal. Also dann hat mein Paar meinen Hund weggeschossen, weil hat in den Nahkampf reingeballert. Dadurch war aber, erstmal der Hund dem Miller. Dann war der Hund noch mit dem Pete am Start. Paar hat daraus geschossen. Hier rein natürlich den Hund weggeklatscht, voll Kacke. Naja, dann stand Pete frei. Dann hat Bill mit einem fetten Bolzen ihm den Schädel weggeknallt. Oh, boah, ist da viel passiert. Er hat irgendwie geschossen auf Gabby. Ja, mit Scheißaktivierung, konnte deswegen nicht in Nahkampf, nichts passiert. Bartlett hatte nur eine Aktivierung, konnte auch nicht in Nahkampf, hat geburstet. Zwei Schuss, hat aber nicht getroffen, weil sie in schwerer Deckung steht. Eine Aktion nur, ist nur so bis dahin gekommen. Die beiden sind in den Nahkampf gegangen, haben aber leider nichts gerissen. Der Roboter hatte vorhin eine Wunde ihm weggemacht. Millie hat Belle wieder belebt, die ist jetzt mit einer Wunde wieder am Start. Ja, dafür liegen da Miller und Crazy Pete. So, jetzt hätte ich gerne mal den Rundenanfang. Das glaube ich dir. Das wollen wir mal sehen. Anfang Runde 6. 4. 4. Oh, schon wieder so. Jetzt mal hier, 9. Scheiße. Schon wieder die doofen Kannibalen, Junge. Der Tiny, der steckt die alle in den Käfig. Das glaube ich nicht. Ende Runde 6 und der Nahkampf, brennt, sag ich mal. Auf meiner Seite, ich konnte so ziemlich alles aktivieren, bevor der Pfeife dran war, obwohl er ja angefangen hat, oder nicht, oder doch? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich hier mit so ziemlich allem zugehauen. Doch, er hat angefangen, aber mit Gabby, so war es. Ist in den Nahkampf, hat meinen Roboter umgehauen. Junge, die Kleine hat den Roboter umgehauen. Dann ist Belle aber in den Nahkampf, hat Gabby umgehauen. Ja, und dann hat danach irgendeiner von meinen, ich weiß nicht mehr wer genau, dem Tiny noch einen Lebenspunkt abgenommen. Er hat nämlich nur noch einen Lebenspunkt. Millie ist hier rübergelaufen, denn sie hat sich gedacht, wenn ich da jetzt versuche wiederzubeleben, werde ich nur abgeknallt, habe ich keinen Bock drauf. Ja, und Tiny hat da noch zugelangt. Fuzzy hat erstmal in den Nahkampf geburstet, hat Purity umgebracht, trotz Defense 8 bei Beschuss. Naja, umgebracht. Zumindest verwundet, liegt da. Ja, und Tiny hat zugehauen, wollte meinen Lieutenant Destiny hier platthauen, hat er aber nicht geschafft. Da war seine Stärke gegen meine Defense, obwohl er Stärke 9 hat, nicht hoch genug. Bartlett war hier auf Hold, hat gedacht, Fuzzy kommt da mal um die Ecke, hat es aber nicht gemacht, wollte in den Nahkampf schießen, also steht er hier ein bisschen doof. Bill hat es mal wieder verkackt und hatte nur eine Aktivierung, ist also nur ein Stück weiter die Straße runtergelaufen. Pa hatte zwei Aktivierungen, ist aus seinem Hochstand gekommen, also aus dem Haus, steht jetzt da unten. Ja, und wir sind am Ende von Runde 6 und müssen mal würfeln, wer anfängt in Runde 7. Da habe ich eine 4. Da pfeifen eine 9. Da fangen schon wieder die Kannibalen an. Ja, dann soll es so sein. Runde 7.
Runde 7 ist vorbei. Und Tiny ist gefällt. Aber leider auch Millie. Tiny und Sergeant Lieutenant, er ist gefällt. Aha. Ja, Junge, der Typ ist doch wie ein Baum, Junge. Machst du nichts. Endlich ist er kaputt. 3 Lebenspunkte ihm abgenommen insgesamt. Ja, aber Sergeant Lieutenant ist auch ausgeschaltet. Und Millie, das ist schlecht. Hier stehen also noch Bell, der King. Er war's. Der King war's. Endlich hat er mal was geleistet. Er hat eine Massenschlägerei. Sie hat Waffe fertig gemacht, hier auf Fuzzy geschossen, aber nicht getroffen. Bartlett ist da vorne hingegangen, denn Crossbowman Bill und Pa haben sich in eine gute Schussposition begeben. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken. Eine Runde ist noch, Runde 8. Mal gucken, ob noch was geht. Mal gucken, wer in Runde 8 anfängt. Ja, da wird schon geguckt, inwieweit man da durch das Haus schießen kann. Wunderbar. Aber vielleicht habe ich ja einfach mal den ersten Zug. Hast du? Ja, geil. Gut, letzte Runde und dann gucken wir mal, wie es danach aussieht. Das Ding hier so voll in die Nase rein, so. Kommt bestimmt gut. Pah! Vielleicht mache ich das auch. Jetzt. Jetzt vor allem. Ja, also was ist passiert? Ja, Ende von Runde 8. Wir haben im Prinzip nur noch all die Züge gemacht, die irgendwie noch Sinn hatten. Weil zum Beispiel hier King, der konnte da nichts machen. Bell konnte nicht angreifen. Was noch ging, war, dass Destiny geschossen hat auf Fuzzy, hat aber nicht getroffen, weil nur unkonzentriert. Bartlett hatte nur eine Aktion, hat geburstet, auch auf Fuzzy, hat aber nicht getroffen. Fuzzy hat geburstet auf Bartlett, hat ihn aber auch nicht getroffen oder einmal getroffen, aber nicht gewundet. Bill hat den Bartlett getroffen, hier schön snipermäßig durchs Fenster. Er hat, also Bartlett steht ja da unten so. Bill hat sich konzentriert geschossen, super geil, hat ihn getroffen, aber nicht verwundet. Pa hat das selber versucht, einfach nur für Spaß, konnte ihn zwar nicht mehr killen, weil das Spiel zu Ende hat ihm aber keine Wunde abnehmen können. Dementsprechend ist das Spiel jetzt erstmal vorbei. Auf Seiten der Mutantenkannibalen stehen noch Pa, der Firstborn Bill, Fuzzy mit der Uzi. Das war's. Und das war's. Und auf Seiten der Trading Company stehen noch Sir Callum Bartlett, Destiny, mein Lieutenant, Bell und der King. Ja, und das war's bei mir. Wir räumen mal ein bisschen um, bauen auf, gucken mal, wer hier stirbt oder auch nicht. Bin ich sehr gespannt. Vor allem, wer hat denn gewonnen? Das müssen wir jetzt auch erstmal ausrechnen. Es gab ja eine Menge Tote. Schade, dass mein Medic tot ist, denn jetzt kriege ich nicht meinen Plus 1 auf Verwundungswurf als Bonus einmal am Ende des Spiels. Geht nur, wenn die überlebt. Dafür hast du aber minus 2, weil du erstmal geschossen hast. Bei Siegpunkten, das ist richtig. Also, Sieht schon ganz gar nicht so kacke aus hier, auch wenn wir auf Fresse gekriegt haben. Aber wollen wir mal sehen. Ja, vor allem hat der Pfeiffer da gerade gesagt, der hat noch richtig Kohle in der Tasche. Mhm. Ah, Tiny. Mal gucken, ob du neu bezahlt werden musst. Oh, dann geht's aber ab hier, Junge. Geil. Okay, wir bauen um. Jo. Kommen wir erstmal zu meiner Warband und da checken wir mal, wie das ist hier mit den Verwundungen. Ich habe ja schon ziemlich viele, die hier liegen. Ein W10. Genau, mit wem willst du anfangen? Ich mache erstmal die Hunde. Erster Hund. W10. Eine 3. Das ist, nicht gut. Ist schwer verwundet. Einmal auf dem Injury Table würfeln. Mit 2 W10. Ach ja. Also eine 10, nicht eine W20. Arsch. Gehen die mir heute alle auf den Sack. Also 2W10. Eine 10 plus eine 10 ist eine 20. Vengeance. Das Modell bekommt die Hass-Spezialregel. Also Hass gegen meine Warband. Gegen alle Modelle davon. Das heißt? Müssen wir gucken, was die Sonderregel macht. Irgendwelche Würfel holen. Das ist ja gar nicht schlecht. Hatred heißt die. Das ist ja dann gar nicht schlecht. Genau, das ist sogar noch ein Vorteil. Das ist der vom Bob. Und Bob, die Kelle, ist der erste. Das heißt, also mache ich immer hier. Hat er noch Hatred. Genau, das ist erledigt. Wie schreibt man das? Hatred. Hatred. Okay.
Ja, nächster Hund. Und der lebt ja, und wieder, ne? Genau, der ist wieder normal cool. Dabei. Zieht nochmal Glück gehabt. Gabbys Hund. 1W10. 7. 7 bis 9, nichts passiert, ist normal wieder mit dabei. Der von Fuzzy. Oh, 2 ist schwer verwundet, zweimal auf dem Injury Table drücken. Also erste W2W10 ist eine 8. 8 ist insensible. Er bekommt ab jetzt die Softbellied-Fähigkeit. Er ist jetzt Softbellied, müssen wir nachgucken, was das ist. Macht irgendein Minus auf irgendwelche Tests oder so. Ist Softbellied. Als erstes und dann musste. Belied. Und dann musst du nochmal würfeln. Belied. Ja. Nochmal auf, ja, den? Nochmal auf der Tabelle. Also mit den beiden. Weil zweite Mal auf dem Injury Table. 5 und 5 ist 10. 10 ist lange Recovery. Er fehlt für die nächsten W3 Spiele. Oh. W3. Fürs nächste Spiel. Cool. Also ein Spiel aussetzen. Aber ansonsten ist er wieder voll dabei. Ah, Ronny. Ronny, Junge. Eine 5 ist minus 1 auf alle Dings im nächsten Spiel. Hatte der das schon mal? Ja. Ja, Ronny, Junge. Steht da auch noch, ja. Geil. Gabby. Gabby, komm, du Süße. 3 ist zweimal auf der Injury Table würfeln. Eine 8 ist auch Softbellied. Also sie ist jetzt auch Softbellied. Was auch immer das heißt. Ja, müssen wir mal gucken. Ja. Und nochmal drauf würfeln. Mit beiden? Mhm. Das ist eine 14. 14 ist Flashbacks. Das Modell muss einen Willenstest machen, immer am Start jedes Spiels. Wenn es failt, dann darf das Modell nicht eingesetzt werden in dem Spiel. Zählt aber auch nicht als Verlust oder Out of Action. Also du musst für sie immer am Anfang des Spiels würfeln. Wenn du den Test gegen Metal-Wert verkackst, das ist Flashbacks einfach. Hat als Injury Flashbacks. Okay. Und Bobby. Bobby. 2, auch zweimal auf dem Table würfeln. Boah, die haben gut einen mitgekriegt. Das sind die 11. 11 ist Shaky Nerves. Das Modell bekommt die Coward General Ability. Coward heißt sowas wie Feigling oder so. Der doch nicht, Junge. Ja, jetzt schon. Der kleine Penner. Coward. Okay. Und nochmal würfeln, weil 7 ist Horrible Scaring. Das Modell, oh geil, bekommt Fearful Reputation, weil er jetzt so entstellt ist und Narben hat und so. Also das Modell hat jetzt Fearful Reputation. Das ist das, wo man würfeln muss, ob man angreifen kann oder nicht. Ja. Also ist eigentlich ein positiver Skill sogar. Fearful. Reputation. Fearful Reputation. Wo wir bei der Liste gerade sind, mache ich meine auch eben. Mhm. Sieht man die? Mhm. Gut. Dann fange ich an mit meinem Neuzugang Mii. Eine 7 ist Close Call, nichts passiert. Ist normal weiter mit dabei. Der Roboter. Eine 3. Einmal auf dem Injury Table. Das ist eine 13. 13 ist Reckless. Das Modell bekommt die Frenzied Ability. Ja, muss ich dann auch gucken, was genau das ist. Der Roboter. Habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ist aber ansonsten wieder normal. Muss nicht nochmal würfeln? Dabei. Nee, weil das war nur einmal. Hier die 3, 4. Einmal nur würfeln. Hm. Nee, ein Würfel. Purity. 6, 5 bis 6, minus 1 auf alle Würfe, aber ansonsten wieder normal dabei. Ob er das nächste Mal dran denkt.
Meinst du so wie du bei Ronny? Hast du bei Ronny nämlich auch nicht gemacht. Ja, klar habe ich das gemacht. Nee. Jetzt sagt er, wie geil ist der denn jetzt? Hier einfach mal Behauptung aufstellen. Ja, geil, Junge, natürlich. Hast du das bei Ronny gemacht? Ja, sicher habe ich das gemacht. Bist du dir da sicher? Da bin ich mir ganz sicher. Ja, das ist schon bei dem über die Straße gehen. Ja, aber ich glaube nur beim über die Straße gehen. Das ist ein kleiner Witzer. Komm, mach mal weiter. So, Sartenpetent. Eine 9 ist geil. Okay, einfach nichts passiert. 10 wäre geil. 7 ist Close Call, nichts passiert und Miller. Eine 6, das ist minus 1 alle Würfel, aber das ist der nicht, sondern das. Ja, im Prinzip ist es nochmal gut ausgegangen, keiner ist tot. Nächster Schritt wäre, achso übrigens, wir hatten ausgerechnet, wer hier wie viel Victory Points hat. Hatte der Pfeife 8 und ich hatte 4. Also 6 minus 2, weil ich zuerst geschossen habe. Spiel geht also an den Pfeife. Ja, und als nächstes geht es nämlich darum, wer wie viel Erfahrungspunkte bekommen hat. Ja, bei mir hält sich das relativ in Grenzen. Ich weiß auch jetzt gerade nicht, ob jemand aufsteigt oder nicht. Ich befürchte aber nicht wirklich. Bei mir wird das schon passieren. Weil Fuzzy hat alleine schon 6 Erfahrungspunkte gesammelt. Paar. Müsste ich gleich mal gucken. Bei mir wird Bartlett aufsteigen. Geil. Der hatte nämlich noch. Ja, bei mir wird wohl nur Bartlett aufsteigen, die anderen alle nicht. Ja, okay. Also erfahrungspunktemäßig, das machen wir dann wieder zwischen den Spielen. Seht ihr dann am Anfang vom nächsten, was sich verändert hat oder so, so ähnlich wie heute auch. Das nächste wäre das Einkommen. Das ist ja mal das Spannendste, ne? Das mit den W10-Würfeln zwischendurch, das hat ja jetzt inzwischen nicht nur Colin Bartlett, sondern ein paar hat es auch. Ne? Mhm. Sehr geil. Das heißt, du kannst einmal die 10 würfeln, wie viel du eh kriegst. Und ich auch. Eine 3. Ich habe eine 8. Meine Warband muss jetzt für das letzte Spiel noch kein Upkeep bezahlen. Also ich bezahle noch einmal komplett keinen Unterhalt und dann ist das verloren. Das war von irgendeinem vorherigen Spiel. Ja, und dann müssen wir Leute ins Wasteland schicken, Jürgen. Kriegen wir für die Abschüsse nichts? Nee, diesmal nicht. Keine Kopfjagdmission oder gar nichts. Weil ich das Spiel gewonnen habe? Nee, dafür gibt es auch nichts. Dafür darfst du 2 Dinger wiederholen. Okay, dann kommt Wasteland. Wen schicke ich denn? Drei Stück? 4. 4 Leute. Musst du nicht. Darfst nee, auch. Klar. Ich meinte bei dir, weil du da noch am Zögern warst. Nö, ich hab alle. Ja, du fängst an, hast das Spiel gewonnen. 2 Karten darfst du neu ziehen. Mal eben gucken, welche nicht mehr drin sind. Die unteren waren ja gezogen, ne? Ja. Okay, die sind raus. Also. Oh, das bleibt. Das bleibt. Muss ich mir noch überlegen, kommt drauf an. Ist nicht viel. Ich würde die auf jeden Fall neu ziehen. Ist auch nicht total scheiße, aber. Yeah. Ja. Darf ich die nochmal ziehen? Nee, kein Reroll vom Reroll. 6 machen oder nicht? Oder eine von den Bildkarten würde ich, glaube ich, nie neu ziehen, weil zu geil bin. Ich immer trotzdem, ja, weil ich es mir leisten kann. Yeah. Weil ich es mir leisten kann, geil. Gut, gucken wir dann mal für Gabby. Das ist Jack of Diamonds. Lockbox Dash. Während du... Oh, hatten wir die nicht schon mal? Also, während du durch ein verrostetes Auto irgendwie dich durchwühlst und guckst und so, was es da gibt, ist da eine kleine abgeschlossene Box mit Nummern-Keypad dran. Und natürlich aber alles verkabelt und verdrahtet. Das Modell muss einen Intelligenztest schaffen oder machen. Wenn es den schafft, kann es die Box öffnen und findet 35 Münzen da drin. Wenn es fehlt, geht eine kleine Explosion hoch und du bekommst in Stärke 6 Ranged Hit und musst dann auf dem Survival Table würfeln, wenn du verwundet wirst. Also du wirst nicht unbedingt out of action gesetzt, sondern du musst auf dem Survival Table würfeln und bekommst danach dann nichts, weil das Ding kaputt ist. Du kannst das ignorieren und verkaufst die Box als irgendeine Kuriosität und bekommst dafür 5 Münzen.
was machen? Versuchen? 35? 35 willst du kriegen, wenn du es schaffst. Auf eine 5 plus? Wenn du Metal 5 hast, jo. Kann ich denn noch mal einen Defense würfeln auf den Stärke 6? Du bekommst Stärke 6 gegen deine Defense, ja, als Ranged Hit. Also bringt dir auch deine Skin Armor nichts. Ich probier's. Nicht okay, geschafft. Werde getroffen. Stärke 6 gegen Defense. 6. Stärke 6 und 8. So, jetzt bist du nicht verwundet oder out of action, sondern du musst jetzt einmal auf dem Survival Table würfeln. Also ein W10 mit 3. Deswegen musst du einmal auf dem Injury Table würfeln. Also genau, 2 W10, das ist eine 4. 4 ist Brains. Brain, das Modell bekommt die Dumm, also Dumb General Ability. Das ist, glaube ich, minus 2 auf Intelligenztests. Yay. Oh, das heißt, nächste Mal die im Wasteland nicht so gut. Oh, die Dame. Die Dame. Nein, das ist schon viel zu weit. Das ist Kreuz. Das ist Queen of Spades. Oh, an der Bar. Yeah, Junge, geil, jetzt geht's ab. Für Bill muss das doch. Also, genau. Local, also hier ganz lokal, ne, in der Bar wird schön gesoffen. Also, er ist schön an der Bar. Und er fordert andere zu Stärke und Armdrücken und sowas raus und Trinkspielen und so. Das Modell muss einen Stärketest schaffen gegen Wert 10. Wenn es das schafft, kriegt es 35 Münzen als Einnahmen und Wetteinsätze und so. Außerdem 2 XP, wegen dem positiven Ruf, der damit verbunden ist. Wenn der Test gefailt wird, dann wird das Modell total über den Tisch gezogen und so, hat nichts geschafft. Und muss das ganze nächste Spiel aussetzen, um sich zu erholen, weil voll unter den Tisch gesoffen. Du kannst das alles ignorieren, machst dadurch nur gegen irgendwelche Kiddies-Trinkspiele und bekommst W10 Münzen. Versuchst du richtig? Ja. Stärketest. Ja. 5 plus. Puh. Nicht geschafft, jetzt setzt der Bill das nächste Spiel aus, Junge. Puh, Junge, das läuft ja wieder hier. Ja, und die anderen beiden Karten sind halt Geld. Also 12 plus 9, 21 Münzen nochmal dabei. Ah, das war ein schwules Level. Ja, mal gucken, wie es für mich läuft. Sergeant Lieutenant. Oh, geil. Yeah. Purity, geil. King. Mm. Und geil. Ja, das sind 30, 60, 66 Münzen auf jeden Fall schon mal. Und die Dame. Turret Defense. Ein Pre-Fall Battle Tank wird entdeckt mit einer noch intakten Selbstschussanlage. Ich müsste einen Agilitätstest schaffen gegen 10, um da drum rumzulaufen und so, um das zu schaffen. Wenn ich das schaffe, dann bekomme ich eine Minigun für lau. Wenn ich das faile, dann wird mein Modell mit 2 Range-Schüssen von Range Stat 4 und Stärke 6 getroffen. Da habe ich aber keinen Bock drauf, ich ignoriere das. Beim Ignorieren finde ich ein bisschen Munition, die ich verkaufen kann, die 10 Münzen wert ist. Das mache ich nur. Also 76 Münzen für mich als Income. Tja, wir rechnen alles aus, gucken, was wir mit unseren Warbands machen. Sind an der Stelle raus, oder? Jo, geil, Junge. Ja. Nochmal hier kurz die hässliche Fresse von dem Penner hier. Nochmal das Siegergesicht oder was? Nee, das Siegergesicht ist ja hier. Achso. Mhm. Ja. Naja gut, ich habe 76 Münzen, Junge. Ja, das ist mir egal, ich habe trotzdem gewonnen. Kohle habe ich genug. Wie viel hast du denn jetzt? 76 plus 8 und ich hatte noch, weiß nicht, 13 oder so. Also, yeah. Ja, du hast mehr. Ich habe auch mehr, ich habe immer mehr. Du hast immer mehr, ich habe hier die Trading Company, Junge. Tschüss!